Mann, ey, ist ja wieder. Wann geht's denn los? Also, wann hast du denn da deine wichtigen Dingenskirchen da los? Hallo, Herr Hugendorn. Was? Ja, auf Sendung, alles da? So, ich versuche jetzt wieder irgendwie das so zu machen, dass es ganz furchtbar aussieht, alles. Das Allerschlimmste ist, ich habe hier einen Pickel. Ja, ich sehe hier drei Räder. Die Zuschauer glauben mir das ja nicht, aber es ist doch tatsächlich so. Ich komme morgens hin, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich sehe drei Räder hier stehen, das ist super. Nils, was haben wir denn heute vor? Ich bin gerade noch dabei, eine Instagram-Story Ja, das hochzuladen. ist auch mega wichtig. Wir sind hier auf YouTube, Herr Hugendorn. Ja, und trotzdem sind wir auch auf Instagram. Ja, komm, jetzt hau raus. Wie heißt denn unser Channel? Zweirad Hogendorn, wie Ja, hier auch. Ja. wunderbar. Wieso dauert das so lange, so eine Story hochzuladen? Wir haben Internet, wir haben hier alles. Ja, ist die Story nicht gut genug? Doch, ich gehe mal ans Fenster. So, und jetzt, ja, Wer empfangen? Junge. Ja, nix Winterpause. Du hast gesagt, die haben auf. Weiß ich noch, letzte Woche hast du gesagt, Heiß auf Eis im Kreis hat auf, am Kreis. Und der Fischmann, hast du gesagt, ist auch auf. Ich fahre dahin. Was ist? Eis ist geschlossen und der Fischmann ist auch nicht da. Dann hast du zumindest eine schöne Fahrradtour gemacht. Ja, geil. Ich war mit dem Auto unterwegs, Mann. Ja, scheiße. Das Wetter war scheiße. Drauf. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Ich wollte dich so einstimmen, aber das hast du gar nicht Ja, gesehen. ich merke das schon. Genau. Ja, wir sollen nicht so viel labern, darum fange ich auch direkt an. Moin erstmal. Und wir haben gerade über schlechtes Wetter gesprochen. Schlechtes Wetter kennen wir. Und letztlich ist das Wetter ja immer eine Ansichtssache. Ich sage ja, das ist gutes Wetter. Und beim Thema Wetter, da kann man auch eigentlich gleich sagen, na, dann sollte man auch gleich über Reifen sprechen. Und Winterreifen am Fahrrad, könnte ich jetzt sagen, gibt es das? Gibt es tatsächlich? Es gibt auch, also wir haben Kunden, die wechseln ihre Reifen im Winter. Dementsprechend auch wieder im Sommer. Und ich habe auch mal gehört, es gibt sogar Schneeketten. Würde ich auch gerne mal zeigen, Schneeketten am Fahrrad. Nur, wir haben keinen Schnee, wir haben immer nur Wind. Und wenn, dann ist es nass und dann liegen da vielleicht noch ein paar Blätter. Und dann wird es sogar ein bisschen rutschig. Oder wir fahren durch irgendwelche Wege, die im Winter extrem aufgeweicht sind, weil es einfach zu wenig friert, sodass unser Reifen da dann vielleicht nicht dementsprechend drüber rollt, sondern der Reifen vielleicht immer größer wird, das Profil sich zusetzt oder wie auch immer. Oder wir haben einfach nicht genug Grip. Was ich eigentlich sagen möchte, bei Riese und Müller, da gibt es bei den Modellen Charger und Nevo und Charger Mixte, so wie es hier auch steht, drei verschiedene Reifen, wenn man es ganz genau nimmt. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt oder vielleicht fragst du dich das gerade aktuell, weil du hast gesagt, 2023, ich kaufe mir ein neues Fahrrad. Welchen Reifen nehme ich denn? Es gibt einmal den mit dem 28 Zoll, also 28 Zoll Profil oder Reifengröße mit einem glatten Profil. Und dann gibt es ja noch die GT-Varianten. Und GT wissen wir ja alle, das steht für volumige Reifen und das T auch immer für Touring. Also GT heißt immer Touring-Bereifung, breite Reifen, komfortable Reifen. Und ja, was wollte ich noch sagen? Breite Reifen, komfortable Reifen, 27,5 Zoll. So, 28 Zoll oder 27,5 Zoll. Vielleicht fragst du dich, wieso gibt es da eigentlich den Unterschied oder noch viel mehr, was macht eigentlich wirklich den Unterschied? Das gucken wir uns mal an. Ich habe wieder meinen Gliedermaßstab dabei. Ja. Oder Dieter? Ja, richtig, der Zollstock, der gute Genau, alte Zollstock. der gute alte Zollstock. Ja. Und warum habe ich den dabei? Ich habe hier einen Reifen, der hat die Etro-Norm. Etro-Norm ist übrigens das genaueste, wenn du dir einen Reifen kaufen solltest. Aber jetzt geht es ja darum, welchen Reifen nehme ich auf meinem Fahrrad. Und Etro-Norm, darauf nochmal zurück, 50 mal 622. Die 50, das ist also erstmal das ist eine Millimeterangabe. Und die 50 ist die Reifenbreite. Und die 622. Das ist der Reifeninnendurchmesser, also die Größe, mit der Reifen auf die Felge kommt. So kann man das sagen. Also wenn wir jetzt einen einzelnen Reifen haben und wir messen den mal aus in der Mitte, dann sollten wir beim 28 Zoll auf 622 kommen. Es sei denn, es ist ein Hollandrad, dann gibt es auch noch 635. Aber darum geht es ja gar nicht. Innendurchmesser, Reifenbreite haben wir drüber gesprochen, aber worauf kommt es an? Auf den Außendurchmesser. Der ist wirklich interessant und ich messe das mal, damit du mal eine Vorstellung hast.
und ich messe hier so circa, also nagelt mich nicht auf den Millimeter fest, aber ich hätte jetzt gesagt, das sind 725 Millimeter Außendurchmesser. 725 Millimeter Außendurchmesser beim 28 Zoll Reifen. Dann gehen wir auch gleich weiter und dann zeige ich dir den Außendurchmesser beim 27,5 Zoll Reifen. In diesem Fall ist es der Johnny Watts Reifen und hier ist der Außendurchmesser. Ja, nagel mich da bitte nicht drauf fest, aber wir sind bei 715 Millimeter. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Plus minus kann man, glaube ich, sagen. Und jetzt, wenn du mitgerechnet hast, merkst du, wie viel ist es, Dieter? Weißt du das? Also ich würde sagen, es sind mindestens 1 Zentimeter, wenn nicht sogar 10 Millimeter. Sehr gut aufgepasst. Ja, ja, filmen und aufpassen und mitrechnen, das ist ja immer so eine Sache. Genau, 1 Zentimeter ist da nur der Unterschied. Ab wo? 28 Zoll, 27,5. Das ist die eine Sache. Die Etronorm ist hier. Jetzt kannst du auch wieder aufpassen. Vielleicht kannst du auch mitrechnen. Kannst dann mal das Ergebnis in die Kommentare schreiben, weil das sage ich nicht. Und dann stoppen wir das Video und warten so lange bis nächste Woche. Genau. Nee, wir haben hier ja 622, 50, 622. Und hier haben wir eine Reifendimension von 60, 584. Das heißt, der Innendurchmesser ist deutlich kleiner als beim 28 Zoll Reifen. Aber außen sind es tatsächlich nur, ja, 1 Zentimeter. Wir haben zwei unterschiedlich große Felgen, das kann man schon mal sagen. Aber der Reifenaußendurchmesser ist fast gleich groß. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, oh, da sind ja viel kleinere Reifen. Also in dem Sinne, das ist 1 Zentimeter, ich würde behaupten, mit dem bloßen Auge schwierig zu erkennen. Wo aber ein ganz deutlicher Unterschied ist, ist tatsächlich, also das ist auch logisch, dieser Reifen, also der mit der GT-Variante, hat ein viel größeres Volumen und das bedeutet, dass dieser Reifen viel komfortabler zu fahren ist. Ja, das ist ja alles ganz lustig hier. Du erzählst hier großartig was mit Durchmessern, dann sagst du irgendwie da hinten der Reifen und so. Und warum ist denn der jetzt komfortabler? Das sagst du doch einfach nur so. Warum ist der komfortabler? Na gut, ich würde wetten, unsere Zuschauer, die sagen, ja, das ist ganz logisch, der hat mehr Volumen, also ist er auch komfortabler. Aber was heißt denn, wo denn mehr Volumen? Also in Wirklichkeit ist in diesem Reifen mehr Luft. Und ja, das ist jetzt, ich könnte jetzt sagen, das ist Physik. Bei dem schmaleren Reifen brauchen wir einen höheren Luftdruck. Das ist die eine Sache, weil gar nicht so viel Luft in dem Reifen reinpasst. Und in dem breiten Reifen, da passt ja viel mehr Luft rein. Das heißt, wir können mit einem geringeren Luftdruck fahren, weil halt mehr Luft im Reifen drin ist. Und dadurch, dass er, und das kommt halt, weil er so volumig ist und durch das Volumen, ja, federt dieser Reifen mehr und gibt uns automatisch viel mehr Komfort. Ja, aber wenn ich jetzt da 4 Bar drauf knalle anstatt 2,5, dann ist er doch aber trotzdem härter. Dann ist er definitiv genauso hart wie der andere, dann bringt dieser Reifen auch nichts. Aber das ist halt der Trick an dieser ganzen Sache, diese breiten Reifen, da habe ich mich selbst auch mal gewundert. In einem unserer ersten Videos, die haben wir ja schon so gemacht, dass es alles ungeplant war. Ich setze die Luftpumpe an und sage so, ja, hier sind bestimmt nur 2 Bar drauf oder hier sind bestimmt nur 0,5 Bar drauf. Nee, da waren 2 Bar drauf oder ja. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Ich war auf jeden Fall erstaunt, dass der sich selbst mit 2 Bar so gut anfühlt. Ach du und die Zuschauer, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Ich mit den Zuschauern? Ja, sowieso. In dem Video, da haben wir mal den Rennkompressor vorgestellt. Also deswegen, ich pumpe hier jetzt keine Luft auf. Aber du kannst zum Beispiel diesen Reifen schon mit einem Luftdruck von 1,6 Bar fahren. Und im Vergleich den 28 Zoll, den kannst du auch. Also der ist ja auch recht volumig mit 50 Millimeter. Der Trend geht ja eher tendenziell dahin, dass man einen breiteren Reifen am Fahrrad hat. Und auch der kann schon mit nur 2,5 Bar gefahren werden.
Wichtig ist natürlich, dass du deinen Luftdruck immer an dein Fahrzeug oder Systemgewicht anpasst. Das heißt, wenn du mehr Gepäck drauf hast, dann pumpst du mehr Luft drauf. Und wenn du, wenn du alleine mit dem Fahrrad unterwegs bist, kannst du auch mit weniger Luftdruck fahren. Das ist immer so. Und noch ein Tipp, vorne oder hinten immer einen halben Bar mehr als vorne. Oder umgekehrt, vorne immer einen halben Bar weniger als hinten. Ja. Ja, und was ist jetzt der richtige Luftdruck? Also ich weiß, die Frage kam schon mal, gibt es eine Formel dafür? Wie viel Luftdruck muss ich auf meinen Reifen bei welchem Gewicht machen? Ganz ehrlich, ich kenne keine, bin ich ganz ehrlich. Und wenn du eine kennst, dann schreib sie hier unten in die Kommentare, weil ja, dafür sind die Videos ja auch da. Lass uns doch mal, ja, ich will nicht sagen diskutieren, also achte auf deine Wortwahl. Na, man kann ja auch immer freundlich sein dabei, auch wenn ich mich in dem Fall mal nicht auskenne. Na, sonst weiß ich ja fast alles. Ja. Ja, nee, genau. Ja, wenn du alles weißt. Du weißt ja immer alles hier. Ne? Da musst du mir jetzt mal sagen, aber ich kann doch nicht einfach jetzt jeden Reifen auf jeder Felge irgendwie, sag mal so, ja, ich mache mal so 1,6 Bar. Das geht doch auch nicht. Also ich meine, ich muss ja irgendwie Angst haben, dass ich dann irgendwie, ne, Schlag kriege gegen die Felgenkante oder so, oder ist das wurscht? Was, durch Luft aufpumpen garantiert nein, nicht. Nein, aber ich kann ja einfach sagen, so, ich mache da jetzt nee. Ein Bar drauf. Nee, du hast ja auf dem Reifen immer einen Mindestluftdruck stehen und einen Maximalluftdruck. Und das hast du wahrscheinlich gerade auch alles schon gesagt, ne? Naja, ich habe nur über Mindestluftdruck gesprochen, also. Mindestens. Und hier zum Beispiel beim Johnny Watts, übrigens ein sehr schöner Reifen, auch aufgrund des Profils, aber da kommen wir gleich zu. Da haben wir einen Mindestluftdruck von, oder einen Maximalluftdruck von 3,5 Bar. Ach so, das heißt, das steht immer drauf. Ja, dann braucht das ja nicht ins Video, dann kann ich das herausschneiden. Nee, wichtig ist das, weil es wird auch schon oft gefragt, oh Mensch, wo finde ich denn meinen optimalen Luftdruck? Beim Auto ist es ja anders, da stand es damals immer in der Tankklappe, glaube ich. Mhm. Und der 28 Zoll Reifen, der kann mit einem Maximaldruck von 5 Bar gefahren werden. Das ist der jetzt, ne? Genau, also der. Ja, alles klar. Genau, hier steht sogar 29 Zoll steht dran. Ne? Bei 29 Zoll kann ich ja auch mal ganz kurz erzählen, 29 Zoll hat auch immer einen Innendurchmesser von 622. Also die Felge ist in Wirklichkeit 28 Zoll, es ist nur der Reifen, der da drauf ist, der ist dann wieder dementsprechend noch volumiger oder volumiger. Unterschiedliche Reifen drauf sind, der hier ja. Ist sogar noch breiter. Das sieht echt komisch aus, wie du da auf dem Boden rumkrabbelst. Ja, ich könnte die Räder ja auch aufhängen oder was auch immer. Aber genau, ich habe drei Räder hierher geholt und meiner Meinung nach ist das ja eine Familie. Also Nevo 4, Charger 4 und Charger 4 Mixte. Diese beiden sind GT-Modelle und das ist ein ganz normales Touring-Modell. Und diese beiden unterscheiden sich dennoch, weil, also zumindest von den Reifen, weil vielleicht hast du es gesehen, hier haben wir einen Johnny Watts drauf, nicht verwechseln mit Johnny Walker, das ist was anderes. Ne? Und hier haben wir ein... Ich hätte jetzt gesagt Big Ben, aber das stimmt gar nicht. Es ist ein Supermoto X. Und Supermoto X, vielleicht kennt man das aus dem Motorradbereich. Da gibt es ja die sogenannten Supermotos, Motorräder. Und das sind ja in Wirklichkeit, ja, ich sag mal Crossmaschinen oder Enduros oder wie auch immer, mit Straßenreifen. Mit normalen Reifen, vorne und hinten gleiche Reifengröße. Ja, so sind die ausgestattet. Vielleicht kommt da ja der Name her. Oder vielleicht auch die Profilgebung, weil dieser Reifen hat im Vergleich zum Johnny Watts ein glattes Profil. Ja, es ist ja alles ganz super hier. Große Reifen, dicke Reifen, dünne Reifen, eckige Reifen, quadratische Reifen. Aber wie weiß ich denn jetzt, was ich da für einen Reifen nehmen soll? Oder also... Wenn du mich fragst, würde ich jetzt sagen, na klar, also hat man ja ganz deutlich gehört, was wollen wir denn beim Fahrradfahren? Wir wollen komfortabel unterwegs sein, wir wollen sicher unterwegs sein, wir wollen Grip haben. Also das eine ergibt sich aus dem anderen. Na, wenn wir Grip haben, haben wir automatisch auch die Sicherheit. Also es ist ein angenehmes Fahrverhalten. Na, und das angenehme Fahrverhalten kommt durch die volumigen Reifen. Die sind einfach komfortabler. Mein Tipp, ganz klar, immer die GT-Variante. Ist einfach deutlich komfortabler. Jetzt haben wir noch zwei Arten von Profil.
Da musst du natürlich überlegen, wo fahre ich am meisten. Das macht Sinn. Andersrum kann man den Reifen hinterher auch immer gut mal austauschen, wenn man wirklich merkt, oh, ich fahre viel mehr Feldwege, als ich gedacht habe. Ja, dann muss man den Reifen umbauen. Fertig. Eine Sache noch, die ich noch ergänzen möchte. Hier sehen wir das vielleicht ganz gut. Hier haben wir Schmutzfänger am Schutzblech montiert. Die haben wir vorne und die haben wir hinten. Die sind nicht serienmäßig. Die kannst du, also findest du bei uns im Online-Shop. Das an dieser Stelle einmal kurz. Warum sage ich das nochmal so explizit? Also die groben Reifen, die wirbeln natürlich viel mehr Dreck auf als so ein glatter Reifen. Könnte man auch noch bedenken, wenn man jetzt überlegt, welchen Reifen nehme ich denn? Andersrum kann man an so einem Rad auch wunderbar Schmutzfänger montieren. Macht auch Sinn, weil wenn es regnet, wenn es nass ist und spätestens wenn der Schuh nass ist, dann denkst du wieder an mein Video und sagst, ich brauche doch Schmutzfänger. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit über Reifenprofil, Luftdruck und so weiter gesprochen und auch über die Reichweite. Ich habe ja gesagt, der grobe Reifen, der braucht ein bisschen mehr Kraft, der rollt nicht so leicht wie so einer, ist auch ganz logisch. Dafür hat er aber auch andere Vorteile, das ist die eine Sache. Wenn du jetzt sagst, oh, wie viel ist das denn? Ich möchte das mal gerne, also das kann man das ausrechnen, wie viel ist das? Klar, kannst du ausrechnen, geht ganz einfach. Und da ist mein Tipp, weil es ist ein super schönes Werkzeug, das ist der Bosch Reichweitenrechner. Der ist super. Da kannst du einstellen, was für ein Fahrrad du hast. Da kannst du einstellen, was für ein Wetter es ist. Da kannst du einstellen, auf was für eine Straße du fährst. Du kannst einstellen, was für einen Reifen du hast, was für einen Motor, was für einen Akku und kannst somit deine theoretische Reichweite selbst ausrechnen. Und was soll ich sagen? Das Ding ist genau. Also es funktioniert. Das beruht auf Praxiserfahrung und das ist ein extrem guter Anhaltswert, wenn du überlegst, nehme ich die Reifen oder die Reifen. Sind es 5 Kilometer oder sind es 50? Kannst ja mal gucken und dann wirst du sehen, Mensch, den Kompromiss kann man für besseren Grip auch gut eingehen.